Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar stelle ich euch heute drei Gameboy Homebrew Spiele vor. Wenn ihr nicht wisst, was Homebrew ist, ja, das sind im Prinzip Neuentwicklungen von Enthusiasten für unseren geliebten Gameboy. Gibt natürlich auch für jede andere klassische Konsole im Prinzip. Das ist einfach Leute, die haben Bock auf Programmieren, die haben eine Idee und die können das für das System umsetzen. Teilweise könnt ihr die Spiele sogar bei diversen Shops auch als Modul bestellen, dass ihr die dann auch auf euren richtigen Gameboy spielen könnt. Hier habe ich euch natürlich die ROMs etwas zusammengestellt. Alle Infos von den drei Spielen findet ihr natürlich unten in den Kommentarfeld bzw. in der Videobeschreibung. An dieser Stelle möchte ich auch ganz besonders die DMG-Page vorheben. Denn die hatte einen super schönen Blog und eine wunderschöne Seite rund um unseren geliebten Gameboy. Und dort werden immer mal wieder diese Homebrew-Spiele, Gottes Willen, vorgestellt und besprochen. Und da habe ich mich einfach mal durchgeklickt und mir drei interessante, möglichst verschiedene Titel herausgesucht. Aber genug der langen Vorrede. Ihr seht es auch etwas vielleicht am Ton, etwas am Hintergrund. Ich bin auch gerade so etwas am Renovieren, was meine Panda-Höhle angeht. Deswegen mal so ein Video hier dazwischen geschoben. Anfang macht Espeto Blast. Das ist ein kleines, drolliges Arcade-Spiel. Aber ich würde sagen, bevor ich euch das jetzt zu trocken erkläre, legen wir einfach mal los. Und zwar seht ihr diese Spielfigur und ihr seht da Sardinen runtergehen. Ihr seht da links, left und 13 live. Live, das wird weniger, wenn ihr die Sardinen ja nicht auffangt. Und euer Ziel ist es, nicht nur diese Sardinen aufzufangen, sondern auch, ihr seht es hier mit dem B-Knopf, kann ich die in die Röhre schießen. Das heißt, ihr müsst die aufsammeln und entsprechend in die Röhre schießen. Und ich bin bei solchen Spielen immer sauschlecht. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich Game Over haben. Es ist nämlich nicht sehr einfach, leider. Aber das ist im Prinzip das Spielprinzip. Also ein kleiner erkältiger Spaß. Ihr müsst im Prinzip ja gucken, welche Sardinen ihr irgendwie entbehren könnt. Ich habe es mir jetzt immer so aufgeteilt, dass ich zwei Plattformen beackere. Weil zumindest geht es mir so, wenn ich diese drei Plattformen möglichst alle Sardinen auffangen will, ich schaffe das irgendwie nie. Level 2. Also der grundsätzliche Levelaufbau ist relativ simpel gehalten, ist immer derselbe. Und deswegen wird jetzt hier meine Strategie wahrscheinlich schon in die Hose gehen. Ist sehr süß gemacht, finde ich. Hat sehr schöne Musik. Ich glaube, das schaffe ich hier nicht. Also die komplett richtige Strategie, die habe ich persönlich noch nicht herausgefunden, ehrlich gesagt. Wird auf jeden Fall sehr stressig. Und wir sind wieder Game Over. Ich versuche es noch einmal das Level. Also es ist ein relativ einfaches Spiel, auf jeden Fall, wie man sieht. Macht aber nichtsdestotrotz Spaß. Mal so für eine Runde zwischendurch und es ist umsonst. Ne? Also für solche Spiele lohnt es sich natürlich auch, sich ein Game Boy Everdrive anzuschaffen, wenn man das auf der richtigen Hardware spielen möchte und nicht das Modul irgendeinen Shop, wenn es überhaupt angeboten wird, zu kaufen. Level 2. Tatatatatata. Ich spiele es, wie gesagt, hier als Emulator, weil es zum Aufnehmen einfach viel bequemer ist. Und die meisten Spiele, wenn ihr auf die itch.io zum Beispiel Seite zum Downloaden geht, ihr könnt die kostenlos runterladen, ihr könnt den Entwicklern aber eine Spende hinterlassen. Also wenn euch gefällt, was ihr hier seht, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel. Espeto Blast. Also für meine Minute 1, 2 ist das okay. Ansonsten für die Tiefe ist das Spielprinzip natürlich etwas flach, sage ich mal. Ne? Also ist natürlich jetzt keine super Langzeitmotivation, aber mal so eine kurze Runde Arcade zwischendurch finde ich persönlich auf jeden Fall gut. Aber ich würde sagen, schauen wir mal zum nächsten Spiel. So, und das ist vielleicht sogar mein Favorit von den drei Spielen, so möchte ich vorsagen. Und zwar ist es DMG Deals Damage. Ja, ihr seht es auch oben da in dem Feld. Das könnt ihr auch wirklich als Modul, ich glaube, das kostet 15 €, wenn ich das richtig gesehen habe, euch kaufen. Und das wurde im Prinzip zum 30. Geburtstag unseres guten alten klassischen Gameboys veröffentlicht. Und die Hintergrundgeschichte ist eigentlich schnell erklärt. Ihr seid der Gameboy, der DMG
Game Boy. Aber es gibt ja noch so viele andere Handhelds, moderne oder ältere. Da könnt ihr euch natürlich das nicht gefallen lassen und verkloppt die. Das heißt, ihr seht es vielleicht hier, wir spielen hier den Game Boy. Und mit A und B können wir unsere Hände steuern. Zack. Und wir schnappen uns den Gegner und klatschen die gegen die Wand. So, so wird das hier alles gemacht, ne? Ihr seht, es ist natürlich in Arenen aufgeteilt. Zack. Bam. Ich könnte natürlich auch, zeige ich euch gleich, die gegeneinander hauen. Hier, seht ihr so iPhones. Die haben gegen den Gameboy hier nichts zu schaffen. Zack. Mit Steuerkreuz könnt ihr natürlich auch steuern, wohin die Hände fliegen sollen. Also im Zweifel fliegen sie natürlich immer in Laufrichtung. Zack, zack. Könnt natürlich auch jetzt, ne? So. Bam, bam. Beide schnappen. Und irgendwie, so vom Sound her, vom Gefühl her, das macht irgendwie Spaß. Das hat man so richtig geil, so Bam-Gefühl. Und das auf dem Gameboy. Das hätte ich auch nicht gedacht. Komm her, zack. Bam, bam. Die halten natürlich manchmal alle etwas mehr aus. Macht viel Spaß. Es gibt natürlich auch gleich Bosskämpfe. Hier ist hier so Tamagotchi. Zack. Gameboy Wood. Oh, da wurden wir einmal getroffen. Also es ist nicht einfach. Sieht natürlich jetzt gerade etwas einfach aus. So. Aber vor allem, wenn man beide Arme benutzen will. Also zumindest, ich bin viel zu trottelig dafür. Ach, cool. Hier jetzt haben wir schon den Boss. Der sondert dann kleine Tamagotchis ab. Und mit diesen Tamagotchis müssen wir den Boss killen oder schaden, weil der nämlich so nicht schnappbar ist. Wahrscheinlich ist es der Super Tamagotchi, keine Ahnung. Aber das ist die Strategie bei diesem Boss. Finde ich ein sehr geiles, ja, so ein bisschen, ja, Wow-Kleid kann man das sagen. Zack. Spiel. Das ist nämlich hier gar nicht so einfach, hier die Dinger entsprechend zu fangen. Also es spielt sich auf jeden Fall schwieriger, als es wahrscheinlich aussieht. Komm. Nein! Nein! So, komm her. Zack! Zack! Bam! So, Boss geschafft. Viel, viel weiter bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Ich habe in die Spiele auch immer nur kurz reingespielt, aber wie ihr seht, es wird natürlich graduell schwieriger, macht aber enorm viel Spaß. Ne? Man hat dieses super Trefferfeedback, die Wände wackeln. Einfach super. Zack, 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 zack. Und das Geile ist halt, es soll natürlich auch hier so ein bisschen diese Nokia-Telefone darstellen, hier teilweise. Auf der Website findet ihr auch eine genaue Anzeige, was dargestellt werden soll. Und so Nokia hält natürlich mehr aus als ein iPhone, ne? Finde ich schon ganz lustig. So. Also ich finde es einfach super gaudi und auch eine super Idee einfach, ne? Einfach mal so ein kleines, es gibt ja schon Arena-Shooter in der Hinsicht, gibt es ja auch schon auf den Gameboy. Aber die wenigsten sind wirklich gut umgesetzt. Und wenn hier so ein Fanprojekt einfach bei dem, was es macht, mit so ein bisschen Augenzwinkern noch wesentlich besser umgesetzt ist als die originalen Spiele, finde ich es einfach klasse. Ich spiele es einfach mal so weit, bis ich jetzt tot bin. Mal gucken, wie weit ich komme. Also in den 13. Raum bin ich, glaube ich, noch nie gekommen. Wobei ich die auch bisher nur so eine Viertelstunde ungefähr angespielt habe. Also bis ich mir da jetzt einen Eindruck entsprechend machen konnte. Nein! Okay! Jetzt hat es mich zerlegt, war aber klar, aber wie gesagt, finde ich ein super Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Ich überlege es mir auf jeden Fall auch, das mir als physisches Modul zu besorgen. Ihr seht es ja, wie gesagt, oben im Thumb auf jeden Fall. Aber wie gesagt, würde ich sagen, kommen wir zu dem letzten Spiel. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Spiel, und zwar Deep Forest. Wie ihr das vielleicht schon hört, es klingt so schon so ein bisschen sehr cool, hat einen sehr coolen Soundtrack und eine schöne Anmutung, würde ich sagen. Ist jetzt eher so ein Adventure-Spiel. Es ist jetzt nicht das überlängste, es ist auch bei weitem nicht das überkomplexeste natürlich, aber macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich zeige euch einfach mal nur einen Anfang. Ich will das jetzt nicht zu weit spielen. Also ich habe schon so ein bisschen, so halb durch habe ich es auf jeden Fall schon mal gespielt. Ich will euch jetzt nicht zu sehr spoilern, weil es natürlich sehr linear ist und ich euch vielleicht so ein bisschen selber von dem Spiel Spaß geben will. So, also, wir suchen Squee. Squee ist unser Eichhörnchen, was uns immer hilft.
da ist Queen. Ne? Oh nein. Und eure Aufgabe ist es, wie man hier sieht, ihr seid eine Hexe und der Wald, das ist verdorben. Ne? Ihr seht hier überall die dunklen Ranken, dem Baum geht es nicht gut und wir brauchen Wasser, um es zu säubern, zu läutern. Wir wohnen hier an einem Fluss, also gehen wir da mal kurz hin. Wir schieben hier das zur Seite, muss man mit einem Tastendruck machen und dann Wasser. Also im Prinzip, die Steuerung ist sehr simpel, ihr müsst da jetzt nicht großartig im Inventar rumdödeln, sage ich mal. So, jetzt haben wir hier diesen Baum ja gesäubert, ne? Und dadurch haben wir jetzt auch die Landschaft verändert. Wir haben jetzt Scree und der hilft uns, das zeige ich euch gleich. Wir gehen mal zurück zu unserer Hütte und ihr seht jetzt, wenn ihr den einsetzen könnt, dann sitzt er immer auf diesem Baumstamm. Und wie ihr seht, da oben ist so ein Apfel bzw. Samen und dann können wir Scree holen und der holt uns das dann entsprechend runter. Also nicht einen runter, sondern die Nuss runter. Nicht, was ihr wieder denkt. So, und dann holen wir uns nochmal Wasser, das brauchen wir nämlich noch. Und dann erkunden wir mal ein bisschen die Welt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nach und nach diesen Wald zu säubern. Ne, hier haben wir noch eine Nuss. Lieber Scree, hol mir die Nuss mal von dem Baum. So, und an diesen Stellen hier könnt ihr diese Nuss einpflanzen. Das macht ihr alles hier mit der A-Taste. Und Steuerung ist manchmal etwas umständlich, weil um hier hoch zu klettern, könnt ihr leider nicht einfach hochgehen, sondern müsst ihr Taste drücken. Aber daran gewöhnt ihr euch relativ zügig eigentlich. So, sehen wir, ist schon wieder irgendwie alles so verkommen und so weiter. Da kommen wir natürlich nicht durch. Deswegen gucken wir mal, was wir da alles machen können. Hier pflanzen wir eine Nuss. Ihr müsst hier allerdings bei dem Spiel aufpassen. Ich bin an einer Stelle in ein Dead End gelaufen, zumindest dachte ich das, dass es ein Dead End ist. Also ein Dead End heißt, dass ihr euch in irgendeine Lage manövriert habt, obwohl ihr das den Gegenstand nicht habt. Ne? So, jetzt haben wir diesen Baum ja auch geläutert, aber das war natürlich jetzt alles normales Wasser. Und wir sind jetzt hier irgendwo hingekommen. Und wie man hier sieht, hier haben wir so eine arme Flamme. Lass mich hier alleine, ich will nicht. Okay, gut. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wie gesagt, die Musik finde ich hier sehr schön, sehr melodisch. Hier haben wir so eine Art Teich und wir kriegen etwas ruhiges Wasser. Ne? Wie man sieht, es gibt verschiedene Wasserarten so zum Säubern und so weiter mit verschiedenen Einsätzen. Und weil die ja so ein bisschen, ich sag mal, hysterisch ist, versuchen wir das mal zu kontern. Ne? Also, wir schütten da ruhiges Wasser drauf und schon kommen wir da weiter. So, jetzt haben wir hier noch eine Unterwelt. Also es ist, wie ihr seht, es gibt eigentlich immer nur einen Weg, um so einen bestimmten Bereich zu säubern. Eine ganze Weltkarte, die müsst ihr euch natürlich selber erschließen und so weiter. Das Spiel ist jetzt auch nicht riesig groß, aber für umsonst, sage ich mal, nicht verkehrt. So, hier haben wir dasselbe nochmal. Da haben wir jetzt hier eine Brücke. Wir holen uns wieder ruhiges Wasser. Also über die Brücken kann man auch nur mit der Taste auf die A, auf den Druck mit der A-Taste gehen. Die machen jetzt wieder weg. Und so erschließen wir uns nach und nach diese Level. Also im Prinzip, also riesige Rätsel habe ich persönlich, jetzt bin ich noch nicht begegnet. Das ist alles gut schaffbar. Hat einfach mal so einen cooleren, ruhigen Ansatz, würde ich sagen. Ne? Hat mir das hier was freigeschaltet oder nicht? I told you to leave me, won't you ever go? Ich will helfen, genau. Ich will helfen, muss ich sagen. Ich will den Wald säubern. Ich bin ja nicht so. Okay, gucken wir mal. Und zack, haben wir. Ja, ihr habt ja vorhin, erinnert ihr euch, war das ja so ganz korrumpiert und böse. Und deswegen haben wir hier einen Teil jetzt. Ja. Gecleared. Und dadurch natürlich jetzt auch weite Bereiche der Weltkarte für uns aufgemacht. Ja, aber ich würde sagen, ich will es auch gar nicht so weiter großartig spielen, weil ihr euch das wirklich so selber etwas, ja, erforschen müsst. Also, wenn ihr euch ein Spiel, eines dieser Spiele gefallen hat, ich habe unten den Download-Link. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euch das Spiel gefallen hat, würde ich euch wirklich ans Herz legen, spendet $1-2 an die Entwickler. Die haben da dran Bock gehabt, die haben was Schönes gemacht auf jeden Fall. Und wir Gameboy-Fans haben einfach neues Futter, was ja immer nicht verkehrt ist auf jeden Fall. Und
besucht bitte auch die DMG-Page bitte. Auch die habe ich euch natürlich unten verlinkt. Da werdet ihr auf jeden Fall immer auf den neuesten gehalten. Ja, wie fandet ihr die Folge? Soll ich mir mal öfter mal Gameboy Homebrew-Spiele anschauen? Vielleicht auch vom Super Nintendo. Haut in die Kommentare rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.